Schönen guten Morgen nochmal und herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie zum bereits dritten Teil der Reihe Google Tools für Nonprofits und freuen uns, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Unser Partner in dieser Reihe ist die Marketing- und Kommunikationsagentur Cherrycom. Sie hat ihren Sitz in Hamburg und unterstützt gemeinnützige Organisationen und nachhaltige Unternehmen im Bereich Online-Marketing und Fundraising. Heute geht es um Google Ads, dem Tool für Suchmaschinenmarketing bei Google. Wir wollen besprechen, was Google Ads überhaupt ist und wie es funktioniert, wie man eine Ads-Kampagne aufsetzt und wie gemeinnützige Organisationen monatlich ein Budget von 10.000 Euro bekommen bzw. erhalten können, nämlich indem sie das besondere Programm, das Google Ad Grants Programm, benutzen. Das ist sozusagen die Variante für gemeinnützige Organisationen. Mehr dazu aber gleich später. Ich begrüße ganz herzlich unseren heutigen Referenten, Stefan Ullerich. Er ist Online-Marketing-Berater für Cherrycom. Hallo Und herzlich zusammen. Hallo aus hallo und auch Berlin. wir grüßen zurück nach Berlin und grüßen gleichzeitig Hamburg. Dort sitzt Stefano Levi. Wenn Sie beim letzten Mal dabei waren, kennen Sie ihn bereits. Er betreut den Chat. Willkommen, Stefano. Schön, dass du auch hier wieder mit dabei Dankeschön. bist. Die Präsentation, die stellen wir Ihnen dann wieder im Nachgang zur Verfügung. Sie bekommen eine E-Mail, eine Nachfassmail und dort finden Sie einen Download-Link. Und damit übergebe ich an euch bzw. erstmal an dich, Stefan, und wir sind schon gespannt. Ja, Sabine, vielen Dank für die Intro und für die ganze Organisation. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite hier zum Webinar Google Ads für Einsteiger. Kurz zu meiner Person. Ich bin Stefan Ullerich, seit mittlerweile 14 Jahre im Online-Marketing tätig, habe immer einen Fokus auf Google Ads gehabt, habe zum Beispiel vor 13 Jahren schon in Edinburgh in Schottland für Skyscanner die deutschen Google Ads, beziehungsweise damals hieß es noch AdWords-Konten aufgebaut. Zuletzt zum Beispiel auch für etwas größere Kunden wie HelloFresh im Berliner Team und dem New Yorker Team geholfen, sprich beraten als auch operativ unterstützt. Und in der Zwischenzeit innerhalb der 14 Jahre viele, viele verschiedene Google Ads Konten gesehen, mit optimiert oder die Kunden beraten. Ich kenne ganz unterschiedliche Herausforderungen. Ich kenne sowohl die großen Budgets als auch kleine Budgets. Ich kenne Situationen, wo man gerade erst anfängt und noch gar nicht weiß, wie geht es eigentlich los? Und da kann ich sagen, das ist in den meisten Fällen herausfordernd, aber auch total interessant. Und für mich ist jetzt interessant, wo Sie denn eigentlich jetzt gerade bei Ihrer Reise stehen. Und deswegen zwei kurze Fragen an Sie erstmal und starten direkt mit der ersten. Also wie viele Besucher haben Sie täglich auf Ihrer Webseite? Sind es mehr als 1.000? Sind es weniger als 1.000? Sind es weniger als 100? Oder ist Ihnen das Ganze unbekannt, weil Sie vielleicht gar kein Analysetool nutzen? Und Sie sehen die Umfrage eingeblendet mit den vier Antwortmöglichkeiten. Und manche schreiben hier auch im Chat, dürfen Sie gerne anklicken direkt in der Umfrage, dann geht es auch gleich in die Ergebnisse und in die Auswertung mit ein. Vielen Dank. Die meisten, 80%, haben auch schon geantwortet. Wir warten noch ein paar Sekunden, dann sind wir auch gleich bei 90%. Vielen Dank. Und dann zeige ich Ihnen allen die Ergebnisse. Und zwar sagen 35%, die Antwort 4 unbekannt. Ich gehe es von unten nach oben. 32% haben weniger als 100, 25% weniger als 1000 und 7% mehr als 1000 Besucher. Vielen Dank. So, dann kommen wir auch schon zur zweiten und letzten Frage. Wie viel Zeit investieren Sie denn monatlich aktuell in den Aufbau und die Pflege Ihres Kontos? Sind es mehr als 5 Stunden? Sind es maximal 5 Stunden? Sind es maximal 2 Stunden? Haben Sie vielleicht noch gar keine Zeit investiert oder haben Sie vielleicht sogar noch gar kein Konto? Und auch hier sehen Sie die Umfrage. Sie können auch gerne, wenn noch,
etwas anderes für Sie zutrifft oder Sie uns etwas anderes mitteilen wollen, dies hier im Chat schreiben. Aber auch hier, Sie sind wirklich ganz wirksam, schon über 90% geantwortet. Und die Tendenz ist doch sehr eindeutig. Und damit zeige ich Ihnen die Ergebnisse und sage schon mal vielen Dank für die rege Teilnahme. Und zwar ich auch hier von unten nach oben. 61% haben noch kein Konto. 26% haben bisher noch keine Zeit investiert. 8% sagen, es sind maximal 2 Stunden. 3%, bei denen sind es maximal 5 Stunden. Und 2% bleiben da noch übrig, die sagen, sie investieren mehr als 5 Stunden für die Pflege ihres Google Ad-Kontos. Perfekt. Das heißt, zusammengefasst, 93% von Ihnen haben weniger als 1000 Besucher und 95% investieren maximal 2 Stunden pro Monat. Das heißt, zusammengefasst, Sie stehen noch am Anfang Ihrer Reise und das trifft sich gut natürlich. Das passt auch zu unserem Thema, zu dem Titel und spiegelt auch das wider, was wir an Erfahrung haben mit den letzten Webinar, die wir gegeben haben. So, dann gucken wir uns einmal an, was besprechen wir denn jetzt innerhalb der nächsten ungefähr 40 Minuten, geht jetzt der reine Vortrag und im Anschluss haben wir dann noch mal ein bisschen Zeit, dann vielleicht die wichtigsten Fragen aus dem Chat noch mal rauszugreifen, noch mal zu besprechen. So, aber jetzt beim Vortrag möchte ich so ein bisschen meine Erfahrung an Sie weitergeben und möchte Sie verstehen lassen, also wie funktioniert Google Ads denn eigentlich, wie ist das eigentlich denn aus User-Sicht, was nämlich ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder hineinversetzen in die User-Perspektive, um daraus dann schlussendlich dann die Kampagnen, die Anzeigen, die Keywords dann zu schreiben und zu hinterlegen. Nächster Schritt ist eher zum Anwenden hingerichtet und da schauen wir uns an, was sind denn eigentlich so die ersten wichtigen Schritte und was sind so Tipps, die wir Ihnen mit an den Weg geben, gerade wenn man ein Konto neu aufbaut oder am Anfang dessen steht. Und das letzte Thema, das reißen wir dann nur an, da geht es dann darum, welche Maßnahmen ergreifen wir denn und wie optimiert man das Ganze denn? Springen wir auch direkt ins erste Thema Verstehen rein und Google Ads nutzen und wollen erstmal kurz auseinanderhalten, was ist denn eigentlich Google Ads und was für Plattformen spielen da noch eine Rolle? Weil Google Ads ist jetzt zusammengefasst, oder bietet unterschiedliche Möglichkeiten an. Was früher AdWords war, ist heute Google Search Ads. Das ist auch das, worauf wir uns gleich konzentrieren, was auch für quasi auch das Universum für uns für Ad Grants ist. Außerhalb dessen können Sie auch mit Google Ads auch noch Videoanzeigen schalten via YouTube und auch Bilderanzeigen dann via Google Display Ads. Sabine hat es eingangs gesagt, Ad Grants ist sozusagen ein Teilbereich von Google Ads, und zwar der für uns, für die Non-Profits, wo wir ein Werbebudget von 10.000 US-Dollar im Monat freigestellt bekommen. Allerdings müssen wir erstmal zu dem Programm zugelassen werden, insofern das noch nicht geschehen ist, und wir müssen bestimmte Richtlinien beachten. Viel mehr dazu gibt es in einem Webinar nächste Woche mit Stefano. Ist derselbe Wochentag, auch ein Dienstag und auch dieselbe Uhrzeit von 11 bis 12 Uhr. Also wenn Sie mehr zu konkreten Herausforderungen, was Ad Grants und die Richtlinien angeht, da wird Stefano dann noch mehr erzählen. Nochmal auch zur Abgrenzung der beiden Programme. Google Ads als übergeordnetes Programm und Ad Grants als eigenes Programm. Oft bekommen wir dann auch die Frage, wieso muss ich denn oder wieso sollte ich denn eigentlich noch Google Ads zusätzlich schalten, wenn ich dann schon Ad Grants nutze? Weil das Ding ist ja, dass bei Ad Grants haben wir das freie Budget von 10.000 US-Dollar. Bei Google Ads hätten wir einen eigenen Topf an Geld, den wir selber bezahlen müssten. Und was wir oft sehen, ist, dass wir mit den Ad Grants nicht immer in alle Auktionen hineinkommen. Das heißt, wenn Auktionen Keywords betreffen, die etwas näher an einer Transaktion liegen, dann werden oft nur Keywords oder Anzeigen aus dem Google Ads-Universum ausgespielt. Wenn wir uns jetzt einmal hier das Werbewirkungsmodell AIDA hernehmen. AIDA, die Abkürzung für Awareness, Interest, Desire and Action oder auf Deutsch Bekanntheit, Interesse, Verlangen oder Wunsch und Aktion hernehmen, dann kann man sagen, dass die beiden Programme komplementär zueinander sind. Also Ad Grants eher den oberen Funnel, den oberen Trichter bespielen und Google Ads im unteren.
Vielleicht nochmal kurz zu den einzelnen Phasen, um das nochmal deutlich zu machen. Awareness ist Bekanntheit und die Bekanntheit kann sich sowohl auf Ihre NGO beziehen, als auch auf das Thema, was Sie bekannt oder ein Problem, was Sie transparent machen wollen. Interesse kann dann sein, dass der User, die Userin dann auch Interesse für dieses Thema, für dieses Problem entwickelt und dann den nächsten Schritt dann vielleicht geht hin zu Desire, nämlich einen Wunsch, etwas einen Schritt weiter zu gehen, vielleicht sich weiter zu informieren, aber vielleicht auch schon aktiv werden, um dieses Problem ein bisschen zu minimieren, zu reduzieren. Und Aktion wäre dann schlussendlich sowas zum Beispiel wie eine Spende oder Helfer zu werden. Das wäre aus NGO-Sicht für uns dann quasi eines der Ziele, die am Ende des Funnels liegen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Google Ads verstehen. Wenn Sie sich einmal eine typische Suchergebnisseite anschauen, dann haben Sie vielleicht schon mal gesehen, dass vor bestimmten Suchergebnissen hier so ein kleines Ad, also Werbung, nochmal mit angegeben wird. Das ist der Hinweis, dass es hier sich um eine bezahlte Werbeanzeige handelt. Fehlt das Ganze, ist es eine unbezahlte. Man spricht auch von organischen Ergebnissen. Und vielleicht haben Sie auch schon mal die Begriffe gehört SEO und SEA. SEO ist Search Engine Optimization, sprich Suchmaschinenoptimierung, was darauf abzielt, diese organischen Suchtreffer, die Sie quasi ins Rennen schicken, so hoch wie möglich zu platzieren. Und SEA wäre dann Search Engine Advertising, sprich die Werbung des Ganzen. Und was die Werbung betrifft, ist es so, beziehungsweise wenn Sie sich fragen, wann werde ich denn überhaupt ausgespielt mit der Anzeige, dann ist es so, dass Ihre Anzeige und das Keyword und die Zielseite, die Sie im Konto hinterlegt haben, muss relevant sein in Beziehung zur Suchanfrage, die der User abgegeben hat. Und nicht nur relevant sein, sondern Sie müssen auch ein wettbewerbsfähiges Gebot abgegeben haben. Das können Sie sowohl manuell eingestellt haben. Heutzutage ist es aber eher so, dass wir raten, die Autogebotsstrategien von Google zu nutzen. Und dann stellt Google das Ganze ein. Letzter Hinweis, Sie bezahlen nur für eine Werbeanzeige, wenn diese auch geklickt wird. Beziehungsweise es wird nur dann etwas Ihrem Konto, Ihrem AdBrands-Konto abgezogen, wenn wirklich auch eine Anzeige von Ihnen geklickt worden ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen gerade zu Hause auf dem Sofa und Sie schauen eine Tierdokumentation. Da geht es um Aussterben bedrohte Tigerarten in Sibirien zum Beispiel. So, und Sie sind jetzt schon an dem Punkt Awareness, das heißt, ein Problem ist Ihnen bekannt. Sie sind vielleicht auch schon im nächsten Schritt und haben Interesse nun für dieses Thema gehegt. Und je länger Sie dann auch diese Doku gucken, rutschen Sie immer weiter in diesem Funnel. Und sind jetzt vielleicht schon bei Desire angekommen, nämlich bei dem Wunsch, etwas tun zu wollen. Sie wollen sich vielleicht weiter informieren, was Sie machen könnten, weil Sie jetzt auch schon bereit sind, das Ganze zu unterstützen oder halt einen Teil dazu zu leisten, auch Tiger zu schützen oder zu retten. Jetzt nehmen Sie vielleicht Ihr Second Device zur Hand. Das kann ein Tablet sein, das kann Ihr Smartphone sein oder Ihr Laptop auf dem Schoß. Und tippern in die Google-Suche Tiger retten ein und bekommen dann hier so eine Suchergebnisseite. Und was passiert jetzt bei Ihnen, wenn Sie diese Ergebnisseite sehen? In den meisten Fällen spielt sich das Ganze unterbewusst ab, nämlich ein unterbewusster Entscheidungsprozess. Der passiert in der Regel innerhalb von Millisekunden. Das Auge versucht zu scannen, nämlich dahingehend zu schauen, welches Ergebnis ist denn eigentlich für mich relevant und welchem Ergebnis kann ich vertrauen. Wenn man es jetzt einfach mal von oben runterarbeiten und Sie schauen sich die erste Überschrift an, weil die Ihnen direkt ins Auge fällt, dann fällt Ihnen wahrscheinlich auch hier hinten direkt dieses Tierretten ins Auge, weil das genau das Wording ist, also die Worte, die Sie eingegeben haben. Das heißt, hier ist schon mal auf jeden Fall eine Relevanz gegeben. Dann lesen Sie vielleicht die komplette Überschrift und sehen WWF Spenden für die Tiger, jetzt Tierretten. Ist für uns absolut relevant. Und vielleicht schauen Sie sich gar nicht die anderen Ergebnisse mehr an, sondern checken erstmal, ob das Ganze jetzt für Sie vertrauenswürdig ist. Ist diese Seite für Sie vertrauenswürdig? Würden Sie darauf klicken? Und für die meisten ist WWF wahrscheinlich eine große Marke und wahrscheinlich dann tendenziell eher positiv konnotiert. Und vielleicht ist der Prozess damit schon abgeschlossen und Sie klicken dann hier direkt aufs erste Ergebnis. Landen dann auf der Zielseite, die WWF hinterlegt hat. Und hier findet wieder ein Prozess statt, der in der Regel wieder unterbewusst und wieder innerhalb von Millisekunden sich abspielt. Sie checken erstmal, bin ich hier richtig? Der erste Blick geht dann vielleicht aufs Logo. Sie sehen das WWF-Logo, was Ihnen dann auch bekannt ist und haben direkt mal den ersten mentalen Check, den ersten mentalen Haken. Okay,
die Seite ist vertrauenswürdig. Dann fällt Ihnen vielleicht hier dieser Ausschnitt des Tigers ins Auge und wissen, okay, thematisch sollte das schon mal passen. Und dann geht wahrscheinlich Ihr nächster Blick entweder zur Überschrift, Pate werden für die Tiger, oder was noch sehr auffällig ist, sind hier diese magentafarbenen Elemente, einmal diese 30 Euro und werden Sie jetzt Pate. So, das heißt, Sie haben die Überschrift gelesen, das Bild wahrgenommen, das Logo wahrgenommen und Sie wissen für sich, okay, das ist auf jeden Fall relevant, diese Seite, wo ich mich gerade befinde. Ich muss jetzt nicht nochmal zurück zu den Suchergebnissen gehen, sondern ich kann hier verweilen. Und Sie wissen, das Ganze ist auch erstmal vertrauenswürdig und überlegen dann, okay, was wäre jetzt der nächste Schritt? Und WWF hat jetzt zum Beispiel auch hier diese Elemente, diese 30 Euro und auch diesen Button hier, werden Sie jetzt Pate halt so aufmerksamkeitsstark mit dieser Magentafarbe hinterlegt, weil Sie nämlich genau das wollen, dass Sie da hinschauen und den nächsten Schritt gehen. Das sind sogenannte CTAs, also Call to Actions, die Elemente, die der Werbetreibende oder der Webseitenbetreiber so ausgewiesen hat, um Sie in den nächsten Prozessschritt hinein zu begleiten. So, wenn wir das Ganze jetzt mal auseinandernehmen. Also der erste Punkt war, ich als User habe einen Bedarf nach einem Produkt oder nach einem Service oder einer Information und gehe dann den nächsten Schritt und gebe dann diesen Bedarf in die Google-Suche ein. Das ist dann mein Suchbegriff. Und als nächstes bekomme ich dann Suchergebnisse von Google ausgewiesen, eingeblendet und dann entscheide ich, welche Anzeige dann für mich die relevanteste ist und klicke dann dementsprechend darauf. Lande dann auf einer Zielseite und dann kommt es entweder zu einer Zielerfüllung oder zu einem Absprung. Also Zielerfüllung kann da sowohl dann natürlich aus User-Sicht so definiert sein, als auch für mich dann aus User-Sicht. Also wenn ich mit der Intention auf diese Seite gegangen bin, um wirklich auch etwas konkret machen zu wollen, dann wäre das auch in meinem Sinne dann eine Zielerfüllung. Hier nochmal modellhaft dann dargestellt. Also wir hangeln uns von einem Bedarf hin zu einer Suche. Die Suche ist dann sowohl der Suchbegriff, als auch das spiegelt sich dann im Keyword des Werbetreibenden wieder, hin dann zur Anzeige, zur Webseite und da kann es dann entweder zu einer Zielerfüllung kommen oder ich bringe dann wieder von der Webseite ab. Das kann auch einfach sein, dass ich noch nicht zufrieden bin oder ich habe gerade vielleicht meine Kreditkarte nicht zur Hand und komme später wieder oder ich will mich erstmal weiter informieren und schaue an, was es noch für Alternativen zu WWF zum Beispiel gibt. Jetzt machen wir mal einen Perspektivwechsel. Aus Sicht des Werbetreibenden, gerade wenn Sie jetzt am Anfang Ihrer Reise stehen, kann ich empfehlen, gehen Sie die Schritte mal ein wenig anders. Und zwar fangen Sie dann auch bei Schritt 1 an, bei dem Bedarf, und machen sich erstmal bewusst, welchen Bedarf kann ich denn als NGO überhaupt decken? Was biete ich überhaupt an? Und dann überspringen wir erstmal den Mittelteil und überlegen uns, beziehungsweise schauen uns unsere Webseite an und schauen, welche Zielerfüllung kann man denn eigentlich auf meiner Webseite dann schlussendlich dann erfüllen? Das kann jetzt, in unserem Fall wäre das dann wirklich konkret einfach eine Spende gewesen. Aber mal angenommen, wir hätten jetzt noch nicht diese Möglichkeit eines Checkouts und man könnte bei uns noch nicht spenden. So, dann müssen Sie überlegen, okay, was wäre denn der vorgelagerte Schritt beziehungsweise der letzte Schritt, den ich auf meiner Webseite anbiete. Das könnte dann sein, zum Beispiel ein PDF runterladen oder Sie könnten definieren, der User, die Userin sollte eine weitere Seite aufgerufen haben oder vielleicht dann bis zum Seitenende gescrollt haben. Eine andere Alternative wäre es natürlich, dass Sie sagen, ich möchte auch auf meiner Webseite etwas einen Schritt weitergehen und dann zum Beispiel auch an den Prozess anbieten, dass man direkt auf meiner Webseite zum Spender werden kann. So, und dann kommen wir nämlich erst zu dem Mittelteil und was quasi dem ganzen Gerüst etwas Fleisch dann gibt, nämlich das, was dann für uns, für Google Ads dann wichtig ist, wo wir dann nachher die Keywords definieren, die Anzeigen und auch die Zielseiten. Hier auch jetzt auch nochmal einfach die Schritt für Schritt nochmal runtergeschrieben. Also A, ich will den Bedarf klären. B, sollten Sie dann die Ziele auch definieren. Ziele heißt für uns dann auf Neudeutsch oder in Google Ads Sprech Conversions. Dann als drittes sollten Sie dann dementsprechend, um das Ganze dann auch messen zu können, sollten Sie ein Conversion Tracking implementieren. Dann kommt es für Sie oder ist für Sie gefragt, dass Sie dann die richtigen Keywords anlegen, die Anzeigen schreiben, die dann auch zu den Keywords und zu den Suchanfragen passen und dementsprechend dann auch Zielseiten hinterlegen. Ich würde jetzt eventuell Zielseiten anlegen. Das hängt davon ab,
ob Sie schon Zielseiten vorhanden haben, die passen. Dann müssen Sie natürlich keine anlegen, sondern wählen die einfach aus. Wenn Sie aber sehen, zu bestimmten Themen haben Sie noch keine passende Seite, dann empfehle ich Ihnen dann wirklich zu einem Thema dann auch eine spezifische Zielseite anzulegen, weil es oft keinen Sinn macht, dann einfach die Leute auf eine generische Homepage zu linken, wo die User dann erstmal selber sich die richtigen Themen raussuchen müssen, die eigentlich schon in einer Anzeige ja in Erwartung gestellt worden sind. Also wichtig ist es wirklich, einen roten Faden zu haben, von Suchanfrage hin zu Keyword, zu Anzeige und schlussendlich dann zur Zielseite. Dann ist das geschehen und Sie starten Ihre ersten Kampagnen. Dann gilt es dann erstmal Daten zu sammeln, um dann sehen zu können, okay, was funktioniert das eigentlich? Zu welchen Keywords bekomme ich denn überhaupt Klicks? Zu welchen Keywords bekomme ich denn Impressionen? Zu den Einzelmetriken gehen wir dann gleich nochmal drauf an. Haben Sie genug Daten gesammelt, dann können Sie loslegen, dann auch die einzelnen Elemente dann zu optimieren. Idealerweise haben Sie dann wirklich das Conversion Tracking implementiert. Sie sehen also zum Beispiel, ob jemand oder wann jemand zu einem Spender geworden ist und können dann diese Informationen nutzen, um wiederum dann alle Elemente weiter zu optimieren. So kann es dann sein, dass Sie sehen, von den 100 Keywords, die Sie hier eingepflegt haben, sind eigentlich nur zwei Keywords, die dazu geführt haben, dass es zu Conversion gekommen sind, also dass Sie zum Beispiel Spender bekommen haben. Dann sollten Sie mehr Budget dann zum Beispiel zu den positiven Elementen, die funktionieren, hinschiften. Und das, was nicht funktioniert, das sollten Sie dann schauen, okay, kann ich das optimieren oder lasse ich das vielleicht sogar weg und pausiere das Ganze. Nochmal zum Zielemessen, weil gerade schon auch der Begriff Conversion gefallen ist. Also die drei wichtigsten Schritte nochmal, die Sie definitiv machen sollten, ist zu definieren, was ist denn meine Conversion auf meiner Webseite. Sie sollten ein Conversion Tracking implementieren und diese Daten dann auch nutzen, um alle Elemente zu optimieren, beziehungsweise zu optimieren lassen. Weil Google bietet auch eine Autogebot-Strategie an. Da müssen Sie dann nicht mehr selber Gebote für jedes Keyword, für jeden Klick machen, sondern Google übernimmt das Ganze dann mit Machine Learning, mit einem Algorithmus. Und Sie können sagen, nutzt bitte, Google, nutze bitte hier meine Conversion-Daten und optimiere bitte du mein Budget und meine Gebote. Das funktioniert aber wirklich nur, wenn Sie das Conversion Tracking implementiert haben. Wenn wir jetzt nochmal uns kurz die Zielseite anschauen und den Prozess, der dahinter liegt. Also links sehen Sie die Seite, die wir eben gesehen haben. Hier sind wir gelandet. Und angenommen, ich würde jetzt hier 30 Euro angeben und auf den Button klicken, dann würde ich weiter den Schritt gehen und könnte schlussendlich dann hier meine Kreditkarteninformationen und so weiter angeben und dann meine Partnerschaft abschließen. So. Natürlich das Wertvollste für Sie, was am Ende ist, das sind die sogenannten Hard Conversions. Die passieren aber in der Regel seltener, weil es doch öfter User gibt, die abspringen innerhalb des Prozesses. Man klickt vielleicht noch auf die 30 Euro und auf den ersten, ups, nochmal zurück, auf den Button werden Sie jetzt Pate, aber geht nicht den nächsten Schritt, weil wie zum Beispiel die Kreditkarteninformationen gerade nicht vorliegen. Empfehle ich Ihnen, um einfach mehr Daten zu sammeln, sollten Sie sogenannte Soft Conversions anlegen, weil Sie dadurch einfach viel schneller Daten sammeln. Und diese Daten können Sie dann wiederum nutzen, um weiter zu optimieren. Weil selbst wenn jemand nicht den letzten Schritt gegangen ist, ist das für Sie trotzdem eine Information, ein Signal, was Sie dann auch weiter an Google geben können, um sagen zu können, dieser Besucher, der über dieses Keyword gekommen ist, war für mich qualitativ hochwertiger als vielleicht andere Besucher. Vielleicht noch Beispiele für andere Soft Conversions. Eine Soft Conversion kann auch zum Beispiel sein, ein Aufruf einer bestimmten Seite oder ein Download, zum Beispiel ein Download von einer PDF, wenn Sie nochmal Informationen zu einem Problem zum Beispiel zusammengefasst haben und der User kann sich dieses PDF herunterladen oder auch zuschicken lassen. Eine Hard Conversion könnte zum Beispiel auch sein, das Abschicken eines Formulars, wenn Sie zum Beispiel auf der Suche nach Spendern sind und man kann sich eintragen, dass man aktiv Spender werden will, beziehungsweise auch Helfer werden will. Genau, mal abgegrenzt von den Spenden. Vielleicht suchen Sie Helfer. Und so können Sie dann die Informationen einsammeln, ob jemand Helfer werden will und wie derjenige oder diejenige dann auch erreichbar sind. Das wäre es jetzt erstmal zum ersten Block verstehen. Dann kommen wir jetzt zum Block anwenden und konkret, wie wir dann auch Keywords einbuchen. Also wir befinden uns jetzt hier in diesem Block Suche aus diesem mittleren Teil. Die drei wichtigsten Schritte sind hier einmal die wichtigsten bzw. die richtigen Keywords zu finden.
dann diese Keywords dann auch richtig einzubuchen. Und Sie sollten aber auch unpassende Keywords buchen. Also wenn Sie schon wissen, es gibt bestimmte Keywords, die für Sie nicht relevant sind, aber sehr eng mit Ihren Keywords verbunden sind, dann können Sie das Google mitteilen und sagen, zu diesen Keywords möchte ich nicht angezeigt werden. Hilfreiche Fragen dabei sind einfach auch Fragen, die wir eben schon durchgegangen sind. Was macht denn eigentlich meine NGO? Was biete ich an? Welche Informationen biete ich? Welche Leistungen? Welchen Bedarf decke ich ab? Welchen Bedarf deckt meine Seite ab? Aber der wichtigste Tipp ist, glaube ich, dass Sie sich einmal in den User auch hineinversetzen. Und noch wichtiger, sprechen Sie auch mit Ihrer Zielgruppe. Also wenn Sie auch schon mit bestimmten Leuten in Verbindung stehen, kommunikativ, schon Helfer haben, dann fragen Sie die, wie die dann auf Sie aufmerksam wurden oder auch wie die vielleicht suchen würden. Also fragen Sie die Leute oder fragen Sie auch Kollegen und brainstormen Sie einfach. Außerdem sollten Sie auch einfach Online-Tools nutzen. Allen voran das Google hauseigene Tool, den Google Keyword Planner. Bei dem Google Keyword Planner können Sie einfach starten mit einem Keyword, was Sie vielleicht schon im Kopf haben, geben das ein und Google spuckt Ihnen eine ganze Keyword-Wolke aus, ganz viele Ideen mit Keywords, die quasi rechts und links daneben liegen und thematisch relevant sind. Und diese Liste gehen Sie dann einfach durch und schauen, was davon ist für Sie relevant, was ist nicht relevant. Und so können Sie das Ganze nutzen, um dann halt entweder einzubuchen und darauf dann auch zu bieten, um auch für dieses Keyword dann Anzeigen zu bekommen bzw. schalten zu lassen. Und wie gesagt, Sie können auch schauen, okay, was passt denn eigentlich nicht? Und die nehmen Sie dann raus bzw. buchen ein als sogenanntes Negative, um für diesen Begriff dann nicht angezeigt zu werden. Es gibt mittlerweile drei unterschiedliche Keyword-Optionen. Weitgehend passend, wortgrob und genau passend. Ich sage Ihnen schon, Google weicht das Ganze immer mehr auf. Aber wir tun jetzt mal so, als ob es immer noch genauso wäre wie vielleicht vor 2, 3 Jahren. Und da war es nämlich so, dass wenn man etwas genau passend eingegeben hat, dann wurde ich für meine Anzeige auch nur geschaltet, wenn der Suchende genau so gesucht hat, wie ich mein Keyword eingegeben habe. Also hier habe ich jetzt mein Keyword, oder mein Keyword wäre jetzt hier Rettung der Tiger. Und dann würde meine Anzeige auch wirklich nur geschaltet, wenn Rettung der Tiger gesucht worden wäre. Bei Wortgruppe könnte der Suchende, die Suchende auch noch Begriffe davor oder danach eingegeben haben. Und bei weitgehend passend spielt die Reihenfolge keine Rolle. Es können sogar Synonyme dazu führen, dass man geschaltet wird und so weiter. Hier ist noch der wichtige Hinweis, dass wenn Sie, und dazu rate ich Ihnen, das Conversion Tracking zu implementieren, weil wenn das geschehen ist, dann können Sie die Autogeburtsstrategie Conversion Maximierung einstellen. Und dann ist es auch total einfach und Sie können sich fokussieren auf die Keyword-Option weitgehend passend. Weil mit der Keyword-Option weitgehend passend wählen Sie alle anderen Keywords-Optionen auch ab. Das heißt, wenn Sie Rettung der Tiger in weitgehend passend eingebucht haben, dann werden Sie auch, wenn derjenige diejenige genauso sucht, auch angezeigt. Noch eine Info, wenn wir jetzt nur über AdRank sprechen würden, dann noch der Hinweis, dass Einwort-Keywords nicht erlaubt worden sind, einzubuchen. Oder es ist nicht einzubuchen. So können Sie zum Beispiel jetzt nicht Tigerrettung einbuchen. Genau. Dann zu Anzeigen. Jetzt sind wir jetzt hier genau in im mittleren Block, genau im mittleren Teil. Anzeigen sollten grundsätzlich relevant sein, aufmerksamkeitsstark und zum Klicken motivieren. Nochmal hier eine typische Suchergebnisseite, wie wir sie auch eben schon gesehen haben. Da sehen Sie die unterschiedlichen Elemente. Sie sehen hier in Fett blau hervorgehoben, das sind die Überschriften. Es werden 2 bis 3 Überschriften immer ausgespielt, hier getrennt von einer Pipe oder auch senkrechter Strich. Und in grau hinterlegt sind Beschreibungen. Wird in der Regel 2 Beschreibungen werden ausgespielt. Sie sehen, dass es auch Beschränkungen gibt. Die Überschriften dürfen maximal 30 Zeichen lang sein und Beschreibungen maximal 90 Zeichen lang. Hier dieser Unterbau, das sind Anzeigenerweiterungen. Da zeige ich Ihnen gleich nochmal ein paar andere Beispiele. Es gibt unterschiedliche Anzeigentypen, aber der wichtigste Anzeigentyp sind die responsiven Suchanzeigen. Die erweiterten Textanzeigen, die vielleicht diejenigen, die schon aktuell ein Konto haben und auch schon Anzeigen haben, da sei gesagt, dass bis zum 30. Juni 2022 kann man die wie gewohnt nutzen. Die sollten auch darüber hinaus noch weiterlaufen. Aber dann wird dieser Seiten- bzw. dieser Anzeigentyp eingestellt. Da der Hinweis,
Falls Sie aktuell noch keine responsive Suchanzeigen haben, sollten Sie dementsprechend jetzt auch responsive Anzeigen erstellen. Für die, wo das Konto noch neu ist, die sollten sich einfach jetzt auf responsive Suchanzeigen fokussieren. Bei den responsiven Suchanzeigen ist es so, dass Sie 3 bis 15 Überschriften Google zur Verfügung geben können und 2 bis 4 Beschreibungen. Und aus diesen unterschiedlichen Überschriften und Beschreibungen, die Sie zur Verfügung stellen, versucht Google dann automatisch via Machine Learning herauszufinden, welche die beste Anzeige für den richtigen User ist. Google bezieht da ganz viele Informationen ein, woher der User ist, also aus welchem Ort, über welches Device er gerade sucht, zu welcher Uhrzeit, mit welchen Themen und versucht das mit einfließen zu lassen und dann dementsprechend dann auch wirklich die beste Kombination aus den Elementen, die Sie zur Verfügung geben, dann zu gestalten. So kann es dann aber auch sein, und das kann auch für Sie dann eher negativ sein, dass Google eine Reihenfolge wählt, die Sie vielleicht so nicht beabsichtigt haben. Nämlich, es kann dann passieren, dass Sie als Überschrift, also H steht jetzt hier für Headline, Überschrift, D steht für Description, also Beschreibung. Und so kann es dann passieren, dass das an dritter Position angegebene Element dann in erster Position erscheint, dass ein erster eingegebener an zweiter und das an sechster Position eingegebene an dritter Position erscheint. Und genauso kann das dann auch mit den Beschreibungen passieren. Also es gibt immer sowohl Vorteile als auch vielleicht ein paar Nachteile beziehungsweise Herausforderungen, die Sie im Kopf haben sollten. Gleich nochmal ein paar Tipps dazu mehr. Dann dieser Anbau, den wir eben gesehen haben, das war eine Anzeigenerweiterung, die sogenannten Zeitlinks. Es gibt aber auch weitere. In Orange sehen Sie hier die Anruferweiterung. Das heißt, Sie können auch Ihre Telefonnummer mit angeben, dass die User auch direkt, zumal sie dann zum Beispiel mobile über sie aufmerksam werden, dann sie zum Beispiel auch direkt anrufen könnten. Und es gibt noch weitere Informationen, wie Zusatzinformationen hier in grün hinterlegt oder auch Snippet-Erweiterung, wo sie nochmal weitere Informationen entweder zum konkreten Thema oder aber auch konkret zu ihrer NGO dann angeben können. Die Sidelinks sind vor allem dazu da, nochmal spezifischer in bestimmte Themen direkt reingehen zu können, dass dann auch direkte Unterseiten anwählbar sind oder navigierbar sind. Neuerdings gibt es auch noch Bilderweiterungen, die aktuell vor allem auf mobilen Endgeräten ausgespielt werden. Sie können da auch entscheiden, ob das dynamisch automatisiert passiert, also ob die Bilder direkt von Ihrer Seite reingezogen werden. Sie können aber auch manuell bestimmte Bilder bestimmen, die Sie dann reingeben. Also das ist auch wirklich eine wichtige Erweiterung, die aktuell sehr viel ausgespielt wird. Konkrete Tipps. Es sollte auf jeden Fall das Wissensbedürfnis des Users, sprich das Keyword im Anzeigentext erscheinen, vor allem in den Überschriften. Dann sollten Sie pro Thema, ich nehme an, Sie haben vielleicht auch unterschiedliche Themen, die Sie bespielen. Und da sollten Sie dann auch pro Thema spezifische responsive Anzeigen dann erstellen. Dann die Anzeigenüberschriften sollten so signifikant wie möglich unterschiedlich sein. Also wenn Sie wirklich 15 verschiedene Anzeigentitel erstellen wollen, dann sollten die wirklich alle sehr, sehr unterschiedlich sein, damit Sie dann vermeiden können, dass dann sehr, sehr ähnliche, unterschiedliche Elemente so in allen drei Positionen ausgespielt werden. Wenn Ihr Thema vielleicht das Ganze auch nicht so hergibt, dass man so super unterschiedliche Elemente angeben kann, dann können Sie auch sogenannte Pins nutzen. Hier sehen Sie rechts im Bild, wie das Ganze aussieht in der Google Ads Oberfläche. Mit diesen Pins können Sie dann nämlich sagen, ich möchte, dass dieses Element immer in Position 1 erscheint. So können Sie dann zum Beispiel sagen, ich möchte, dass immer das Thema, also das Keyword immer in Position 1 erscheint und vielleicht dann an Position 2 und 3 ist es relativ egal, da teste ich einfach. Weil das ist auch der große Nutzen, den Google bietet, nämlich dass Google automatisiert testet. Als nächstes sollten Sie möglichst alle Typen von Anzeigenerweiterungen nutzen. Manche sind vielleicht nicht möglich für Sie, dann lassen Sie die außen vor. Aber alle, die für Sie möglich sind, sollten Sie dann auch nutzen. Und auch für die Anzeigenerweiterung gilt, wenn Sie unterschiedliche Themen spielen, sollten Sie einmal überprüfen, ob es dann Sinn macht, auch für bestimmte Themen dann auch bestimmte unterschiedliche Anzeigenerweiterungen zu erstellen. Zu den Kampagnen. Die Kampagnenstruktur sieht wie folgt aus. Oberste Ebene ist das Konto, dann innerhalb eines Kontos liegen dann Kampagnen, innerhalb einer Kampagne Anzeigengruppen und in Anzeigengruppen liegen dann Keywords und auch Anzeigen.
Und da auch die Empfehlung auch zu unterschiedlichen Themen oder aus einer Zielperspektive raus, die Strukturen dann wirklich homogen zu gestalten. Hier jetzt mal am Beispiel Tierheim Neukölln. Hier sind jetzt die Kampagnen zum Beispiel nach unterschiedlichen Zielen gegliedert und die Anzeigengruppen nach unterschiedlichen Themen. Nehmen wir uns mal die erste Kampagne raus. Das ist dann zum Beispiel übergeordnet das Ziel. Ich möchte Leute finden, die verschiedene Tiere oder Tierrassen adoptieren. So haben wir dann hier jetzt auf der Anzeigengruppenebene dann nach Tieren getrennt. So wäre dann ein Thema dann in Anzeigengruppe 1 adoptieren eines Hundes. Das wäre dann gleichzeitig dann auch das Keyword oder eines der Keywords. Und dementsprechend dann analog dazu gibt es dann in Anzeigengruppe 2 dann das Thema Katze, in Anzeigengruppe 3 dann Pferd. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Metriken verstehen. Also was sind die wichtigsten Metriken? Und auf was bezieht sich das Ganze? Die wichtigsten sind in der Google Ads-Sphäre, sind es Impressionen. Impressionen sind Einblendungen meiner Anzeige. Dann sind Klicks das nächste. Und wenn ich klicke, dann gibt es dementsprechend halt auch als Relation von Klicks zu Impressionen eine Klickrate oder CTR, das ist die Click-Through-Rate. Und als nächstes gibt es dann noch die Kosten pro Klick oder CPC, also die Cost per Klick. Auf die Webseite bezogen sind für uns dann noch die relevantesten Metriken die Conversions oder Zielerfüllungen, die Conversion Rate, die bezieht sich dann auf, wie viele Klicks hat es denn gegeben und die Kosten pro Conversion, also was hat mich denn dementsprechend eine Conversion gekostet. Hier mal ein Rechenbeispiel. Angenommen, ich habe jetzt 2000 Einblendungen in meiner Anzeige gehabt, also 2000 Impressionen und ich hätte eine 5%ige Click-Through-Rate, dann hätte ich dementsprechend 100 Klicks. Heißt 100 Besucher. Angenommen, ich hätte pro Klick 1 € bezahlen müssen, dann hätte ich Kosten von 100 € gehabt. Wenn ich jetzt eine Conversion Rate 5% gehabt hätte, dementsprechend hätte ich dann 5 Conversions gehabt und diese 5 Conversions hätten mich pro Conversion 20 € gekostet. Die Elemente, die für Sie jetzt am wichtigsten sind zum Optimieren, das sind die Keywords, die Anzeigen, die Anzeigenerweiterung und das Budget. Also da gilt es zu checken, wie sind die Metriken. Die Metriken für uns, die wichtigsten, sind die CTR, wie gesagt, die Klickrate und die Kosten pro Conversion. Weil anhand der Klickrate kann ich zum Beispiel gerade im Kosmos jetzt von Ad Grants, wo ich dann zum Beispiel auch eine Richtlinie beachten muss, wo ich über das Konto hinweg eine durchschnittliche Klickrate von mindestens 5% haben muss, müsste ich dann schauen, was haben denn eigentlich meine Keywords in meiner Anzeige für eine CTR und kann dann dementsprechend dann auch schauen, dass die Keywords, die eine CTR haben, die unter 5% liegen, wie kann ich das noch weiter optimieren oder will ich vielleicht kurzfristig diese Keywords sogar erstmal pausieren. Und genauso wie eben schon mal eingangs gesagt, was das Budget betrifft, ich möchte natürlich mehr Budget dahin shiften, also dahin bewegen, wo etwas funktioniert und da wegziehen, wo etwas nicht funktioniert. Und das kann Keywords betreffen, das kann Anzeigen betreffen oder auch Erweiterungen. Zur Arbeitsweise. Das ist wahrscheinlich nichts Neues für Sie, aber auch hier kann ich Ihnen empfehlen, diesen 3 Schritt zu machen. Nämlich, Sie können mit der Planung anfangen, können dann mit der Umsetzung anfangen. Aber wichtig ist es, dass Sie, wenn Sie erst planen, dann in die Umsetzung kommen, dass Sie dann kontrollieren. Nämlich nochmal schauen, was hat denn eigentlich funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und dann wiederum die nächsten und dann wieder in eine Planungsphase gehen, nämlich schauen, okay, was kann ich denn jetzt optimieren? Geht es wieder in die Umsetzungsphase und so weiter. Auch der Hinweis, gerade die noch am Anfang stehen, also nehmen Sie sich auch nicht zu viel vor, sondern wichtig ist, dass Sie wirklich erstmal anfangen. Also klein anfangen und dann die Reichweite einfach stetig erweitern. Sie müssen jetzt nicht stundenlang oder tagelang erstmal rumoptimieren an Ihrer Keyword-Liste, sondern fangen Sie einfach an, auch mit einem kleinen Set, was Sie gebrainstormt haben, und sukzessive das Ganze weiterentwickeln. Sie können dann auch immer wieder iterativ das Ganze angehen und brainstormen und nochmal anschauen, okay, was können Sie rausziehen an Werten, was funktioniert hat, und dann entwickeln Sie das Ganze einfach weiter. Was wir auch oft sehen, ist, dass ganz oft die Leute frustriert sind, weil der Nutzen einfach am Anfang noch nicht so sichtbar ist. Und da kann ich sagen, also nicht die Flinte zu früh ins Korn werfen, weil es ist nun mal so, dass man am Anfang erstmal den Aufwand hat und den noch weitergehen muss. Und vielleicht braucht man auch erstmal 2, 3, 4 oder auch 5 Iterationen, Optimierungsschritte, damit das Ganze erst funktioniert.
Also Sie werden im Laufe der Zeit sehen, dass auch mit einem ansteigenden Aufwand oder beziehungsweise mit dem Aufwand, den Sie gehen, über die Zeit, der Nutzen immer mehr steigt und der Aufwand wird dann immer weniger. Sie sollten es nämlich nicht machen, dass Sie irgendwann so frustriert sind und das Ganze dann einfach hinschmeißen und einfach nur noch laufen lassen, weil wenn kein Input mehr reinkommt, wenn Sie das Ganze nicht pflegen, nicht weiter optimieren, dann wird der Nutzen irgendwann immer weniger. Und da auch der Hinweis, also wenn Ihnen vielleicht zu Beginn noch Informationen fehlen, also scheuen Sie auch nicht davor, vielleicht temporär dann auch Profis dazu zu holen, die Sie dann vielleicht dann auch coachen, um das Ganze dann weiterzuentwickeln oder vielleicht ein Setup dann erstmal aufsetzen, womit Sie dann einfach arbeiten können und Sie dann auch wirklich das selber dann auch schaffen, mit den wenigen Stunden, die Sie zur Verfügung haben, dann auch weiterzuentwickeln. Das war es dann auch erstmal jetzt zu meinen Themen. 41 Minuten haben wir gebraucht, 40 Minuten hatten wir anvisiert, das passt, fast eine Punktlandung. Und nochmal jetzt kurz der Hinweis zu dem Webinar. Vielleicht mag Stefano sich schon dazu schalten und nochmal kurz dazu was sagen. Hier bin ich. Hallo. Genau. Nächste Woche, Dienstag, gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe, was das Google AdGrants Thema angeht. Es gab schon viele Fragen jetzt dazu. Einige davon können wir gerne beantworten. Danke, Stefan, dass du das zügig und so schön und so gut vorgetragen hast. Es gibt jetzt ein bisschen Zeit für viele Fragen. Und ich fange hier direkt mit einer an. Stefan, ja. Keywords ist mehr besser. Bei den Keywords muss man immer die Verbindung sehen zu dem Suchvolumen. Wenn Sie den Keyword Planner nutzen, dann werden Sie sehen, da findet noch eine Indikation von Google statt, wo Google ausweist, wie viele monatliche Suchvolumen steht denn eigentlich hinter einem Keyword. Das heißt, angenommen, jedes Keyword hätte dasselbe Suchvolumen, dann wäre die Antwort ja, je mehr, desto besser. Aber es gibt natürlich auch einfach viele Suchbegriffe, die bei uns im Brainstorm erstmal rausbrutzeln. Wenn man das Ganze dann aber nochmal hinterfragt mit Google, dass man dann sieht, dass gar kein Suchvolumen dahinter ist. Und das rate ich Ihnen auch dazu, das Ganze nochmal zu überprüfen, weil dann müssen Sie sich gar nicht erst den Aufwand machen, für bestimmte Themen oder für bestimmte Keywords eigene Anzeigen zu erstellen, wo nämlich gar kein Suchvolumen dahinter ist. Danke, Stefan. Es gibt eine weitere Frage. Sabine, du wolltest was sagen, aber ich habe direkt eine weitere Frage. Alles gut, wir können. Wir haben so viele Fragen, wir können hier uns schön abwechseln. Erstmal nochmal Genau, für meine Seite. Ich das meine. nächste gebe ich dir. Also, Thema Tracking. Was genau muss ich tun, um das Tracking zu implementieren? Stefan, willst du das erklären oder soll ich da? Also kurze Antwort ist, ich würde Ihnen empfehlen, über Google Ads kann man sogenannte Tags erstellen. Also pro Conversion, die Sie definieren, sollten Sie einen Tag erstellen. Und dieses Tag muss in Ihre Webseite eingebaut werden. Da würde ich Ihnen empfehlen, das Ganze über den Google Tag Manager zu machen oder machen zu lassen. Das wäre der einfachste Weg. Ganz Eine genau. andere Alternative wäre noch, falls Sie schon Google Analytics nutzen, könnten Sie auch, falls da schon Zielerfüllungen definiert sind, könnten Sie auch diese Zielerfüllungen importieren. So, das ist jetzt die kurze Antwort. Ich glaube, es wird auch noch mal ein Webinar zu dem Thema geben, richtig? Ganz genau, Stefan. Also Sascha Wörner, der wird nächste Woche am Donnerstag dann ein Webinar über Google Analytics geben und unter anderem, wenn wir auch diese Sachen kurz beschreiben, wie das am einfachsten geht. Ich Sabine. hatte Ihnen auch den Link gepostet zu der Reihe. Dann haben Sie nochmal alle Webinare im Überblick und sehen, welche für Sie interessant sind. Also wie gesagt, auch diesen Donnerstag dann Stefano mit den Google AdGrants. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und eine ganz allgemeine Frage stellen zum Verständnis. Wie viel Prozent gibt es denn da Angaben dazu, der User klicken denn überhaupt auf Anzeigen? Okay. Soll ich Oder das? wie? Also das ist immer ganz unterschiedlich. Das ist immer wirklich ganz unterschiedlich. Stefan, erzähl das du. Erzähl das du. Ja, also ich habe jetzt nicht die neuesten Studien im Kopf, aber
Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass User, gerade wenn es ja, grundsätzlich User klicken immer auf Ergebnisse oder in der Regel immer auf Ergebnisse, die im oberen sichtbaren Bereich liegen. So, und oberer sichtbarer Bereich, das sind vor allem die Werbeanzeigen. Also sobald es Werbeanzeigen gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auf diese auch geklickt wird. Die organischen, also nicht bezahlten Suchanzeigen, also da ist es dann wirklich nur noch relevant, wenn man auf den ersten ein, zwei, drei Positionen ist, um überhaupt was, um wirklich überhaupt Klicks abzubekommen. Und die letzte Studie, also die ich noch im Kopf habe, ist wirklich, dass zwei Drittel der User wirklich auf den oberen Bereich klicken und dementsprechend gehört das dann auch dann zu den Werbeanzeigen dazu. Ja, also ein Argument ist auch, dass wenn das nicht funktionieren würde, dann würde Google auch nicht existieren. Ja, das ist auch so, dass wenn wir etwas suchen auf Internet, wir auch schnell eine Antwort wollen. Und wenn wir diese Antwort im oberen Bereich uns anspricht, dann klicken wir eher da drauf, als wir weiter runter scrollen. Ne? Und das ist, glaube ich, das wichtige Prinzip, warum, also was Stefan schon gesagt hat, warum Google dann auch diese Anzeigen ganz oben platziert. Genau. Es gibt noch eine Frage und diese Frage hat mit Telefonanzeigen zu tun. Wie kann ich Daten sammeln mit Telefonanzeigen? Also ich versuche diese Frage hier nochmal zu finden. Also wenn ich jetzt die, soll ich mal Ja, wie was? funktioniert, kannst du das vielleicht erklären, wie das funktioniert mit den Telefonnummern auf Webseiten und mit den Telefonanzeigentypen sozusagen? Genau, was ich eben gezeigt habe, das war die Anruferweiterung, die direkt in der Anzeige ausgespielt wird. Und wie gesagt, wenn man über Smartphone sucht und man sieht die Anzeige, dann kann man direkt auf die Telefonnummer klicken. Und Google trackt das Ganze, also misst das Ganze auch. Wenn jemand angerufen hat, das kann man selber noch definieren, und eine bestimmte Dauer dann mit ihm gesprochen hat, dann wird das Ganze dann auch als Anruf-Conversion getrackt. Sie können dann definieren, wie viele Sekunden der Anrufer dann auch dran geblieben sein muss. Und das andere, was Stefano gerade noch angesprochen hat, es gibt noch ein Feature von Google, da kann man auf der eigenen Webseite die eigene Telefonnummer ersetzen lassen durch eine Telefonnummer von Google. Das heißt, wenn dann auf dieser von Google ausgewiesenen Telefonnummer angerufen wird, dann kann Google das also uns als Werbetreibenden zuordnen, weil das ist eine ganz spezifische Nummer dann. Und dementsprechend dann halt auch wieder als Conversion tracken. Ja, und das Schöne dabei, Sie können das Tracking, weil wenn jemand die Anzeige klickt und dann durch diese Anzeige Sie anruft, dann erhalten Sie ein Telefonat und das Erste, was Sie in diesem Telefonat Sie hören, ist, dies ist ein Anruf von einer Google-Anzeige und dann sprechen Sie mit der Person, die Sie angerufen hat. Also da können Sie genau wissen, okay, ob das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert und wie häufig das passiert. Genau, wichtig, was ich eben noch nicht gesagt habe. Also wichtig ist, dass diese Telefonnummer auf Ihrer Webseite dann nur ersetzt wird, wenn der Userin wirklich über eine Werbeanzeige auf Ihre Seite gekommen ist. Ansonsten steht da Ihre herkömmliche Telefonnummer. Hier ist in Ergänzung noch, ist die Anruferweiterung denn, von der ihr auch gerade gesprochen habt, in AdGrants inkludiert? Stefano, was ist Sabine, eigentlich? Entschuldigung, kannst du das wiederholen? Ich habe gerade gelesen und habe da nicht alles zugehört. Das war gerade die vorletzte Frage für dich, Stefano. Ist die Ja. Anruferweiterung in AdGrants inkludiert? Ja, Anrufe, Erweiterungen können benutzt werden in AdGrants. Alles klar. Dann würde ich vielleicht mit einem anderen Thema nochmal weitermachen. Wurde auch auf unterschiedliche Art und Weise thematisiert und gefragt, und zwar auch bei den Ads. Ist denn sowas wie eine regionale Eingrenzung möglich? Also die konkrete Frage war zum Beispiel nur auf einen Umkreis von 40 Kilometer. Ja, absolut. Gibt sogar mittlerweile unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann einerseits Städte angeben, man kann Postleitzahlen angeben und man kann sogar einen PIN setzen. Also wenn man zum Beispiel ein Büro hat und man möchte nur Leute ansprechen, die 10 Kilometer um das Büro herum suchen, dann kann man das genau das sagen. Dann kann man quasi die eigene Adresse nehmen und sagen, im 10 Kilometer Umkreis möchte ich die Leute bespielen.
Vielen Dank. Stefano, du Danke. die Also nächste. ich genau, nächste Frage. Ich lese gerade heraus. Also, was bedeutet dann eigentlich 10.000 Dollar, was AdGrants angeht? Okay, also dann wiederhole ich das kurz, was das bedeutet. Google Ads ist eben ein größeres Tool, das verschiedene Plattformen anbietet. Die eine Plattform ist die Google Search Plattform, die andere Plattform ist YouTube und die andere Plattform sind diese Display Ads, wo sie mit Bilder Werbung machen. Ja? Das Google Search Ads, das ist Pull-Marketing-Strategie, also sie begegnen die Leute, die auf der Suche nach etwas sind. Die anderen zwei sind Push-Marketing-Strategie, sondern von innen schieben sie nach außen Anzeigen und Informationen. So in etwa, wie sie so ein Plakat auf der Straße sehen oder eine Anzeige in der Metro, ja. Der Unterschied zwischen Google Ads und Google AdGrants ist grundsätzlich, dass bei Google Ads man selber für die Werbung bezahlen muss. Bei Google AdGrants gibt es kein Konto von Ihnen, was hinterlegt ist, sondern Ihnen werden jeden Tag 329 Dollar an Budget geschenkt, die Sie für Anzeigen benutzen können. Die Summe von diesen 329 Dollar pro Tag mal 30 macht genau 10.000 US-Dollar. Das klingt sehr viel, ist auch sehr viel. Es müssen allerdings auch die Klicks oder die Möglichkeit da sein, um diese Gelder komplett zu spenden. Das bedeutet, wenn Sie Themen bewerben, die vielleicht deutschlandweit oder weltweit sehr gefragt sind, dann ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dieses Budget komplett benutzen können. Als Sie zum Beispiel, also als in dem Fall, wenn Sie sehr regional arbeiten und ein Nischethema betreiben, wo vielleicht nur 100 Leute im Monat danach suchen, ja, dann haben Sie eben nicht diese Möglichkeit, das volle Volumen an verfügbarem Budget zu verwenden. Wichtig zu sagen ist aber, es ist eigentlich uninteressant, wie viel Budget Sie verbrennen, sondern interessant ist, wie relevant sind die Anfragen, wie relevant sind die Anzeigen, die Sie ausschalten, also die Sie schalten und wie werden die von den User, die nach Ihrer Organisationen suchen, gefunden? Also die Relevanz, sagen wir so, ist wichtiger als dieses Budget auszugeben. Ich hoffe, das ordnet das so ein bisschen ein. Und eine andere Frage, die sehr oft kommt, ist, kann ich Google Ads und Google AdGrants zusammen benutzen? Und die Antwort ist ja, in vielen Fällen macht das absolut Sinn. Das ist auch der Grund, warum die großen Organisationen so eine Strategie verwenden, in den höheren Bereich des Marketing-Trichters, wo man viele Leute erweitern, also erreichen will, wo man so Reach machen will, dann ist eher Google Grants angesagt. Da gibt es normalerweise Klicks, die nicht so teuer sind und die kann man gut erreichen. Und in dem Bereich, wo die Konkurrenz stärker ist, also wenn man zum Beispiel Leute abholen möchte, die in diesem Moment eine Bereitschaft zum Spenden haben, dann wird die Konkurrenz härter und dann schafft es Google AdGrants mit seinen Einschränkungen nicht richtig dahin zu kommen. Und deswegen würde man parallel Google Ads bezahlte Werbung benutzen und einfach diese Durchschlagkraft zu erhöhen. Sabine, gibt es eine andere Frage? Ja, und zwar bezüglich der Metriken war nochmal die Frage, gibt es eine Empfehlung, eine anzustrebende Metrik? Die Also ist, das mit sagen wir, der diese CTR war das? 5%, genau, die Click-Through-Rate, CTR. Ja, Stefan, vielleicht kannst du da kurz ausholen und erklären, was CTR ist und was es bedeutet, wenn ich eine niedrige CTR habe und eine hohe CTR habe. Bei Grants haben wir ja diese Regel, dass die CTR durchschnittlich 5% sein muss. Warum ist es so? Also genau, wenn wir jetzt über Ad Grants reden und wir haben diese Herausforderung, dass über das gesamte Konto hinweg die durchschnittliche CTR mindestens 5% sein soll, dann ist die CTR, die ich dann halt auf den unterschiedlichen Ebenen, also auf Keyword-Ebene oder auf Anzeigenebene sehe, dann für mich das, was ich unter Kontrolle bringen muss. Im ersten Schritt könnten Sie dann auch theoretisch erstmal die Conversions außen vor lassen, sondern Sie versuchen erstmal nur die Klicks
halt wirklich zu maximieren. Das heißt, mehr Besucher auf ihre Seite zu bringen, versuchen gleichzeitig aber auch die CTR nicht unter 5% fallen zu lassen. Das heißt, dementsprechend, wenn Sie sehen, dass Keywords oder Anzeigen unter diese 5%-Marke fallen, dann gilt für Sie, dass Sie das Ganze weiter optimieren müssen. Dann müssen Sie halt Hypothesen aufstellen und schauen, okay, warum ist das so? Liegt das vielleicht daran, weil, also vielleicht liegt ein Keyword, was unter 5% CTR liegt, liegt vielleicht an einer nicht passenden Anzeige, die ich erstellt habe. Vielleicht muss ich da nochmal ein bisschen spezifischer werden und so weiter. Also da muss man einfach schauen, okay, wie viel Potenzial habe ich denn eigentlich noch, was die Optimierung angeht? Oder vielleicht muss man, also manchmal muss man sich auch einfach eingestehen, okay, das Thema, das Keyword passt vielleicht auch einfach gar nicht so sehr zu meiner Webseite und lasse das erstmal außen vor und muss dann vielleicht auch nochmal eine neue Keyword-Recherche machen und gucken, gibt es vielleicht doch irgendwie andere Begriffe, die eigentlich besser zu mir passen? Danke, Stefan. Genau. Und das nochmal so deutlicher zu machen, was CTR eigentlich bedeutet, ist, wenn ich 1000 Impressionen habe, meiner Anzeige, und 50 Leute auf diese Anzeige klicke, dann ist das genau 5% von den gesamten Impressionen und dann komme ich auf eine CTR, eine Click-Through-Rate von 5%. Das bedeutet, je mehr dieser Wert von CTR größer ist, desto höher habe ich einen Indikator für die Qualität oder die Relevanz meiner Anzeigen. Je höher die CTR, desto höher die Relevanz. Wenn die CTR sehr, sehr niedrig ist, bedeutet das, von diesen 1000 Anzeigen vielleicht nur ein oder zwei Leute da draufklicken, bedeutet das, dass die Zielgruppe, die ich vorgesehen habe, nicht wirklich auf meine Anzeigen reagiert. Also da muss ich dringend handeln. Dann bedeutet das, dass entweder die Texte schlecht sind oder der Qualitätsfaktor der Keyword schlecht ist oder ich mit meiner Message einfach nicht die Leute erreiche, die ich erreichen möchte. Ich hoffe, das erklärt es noch so ein bisschen. Ich habe relativ am Anfang ja gesagt, es ist wichtig, dass man diesen roten Faden hat, von Suchanfrage zu Keyword zu Anzeige. Und bei den Tipps zu den Anzeigen habe ich auch gesagt, am besten wirklich das Thema, sprich das Keyword, dann auch in die Überschrift mit reinbringen. Weil es ist ja klar, dass wenn ich was suche, ne, ein Beispiel war es Tigaretten, und Tigaretten ist dann in der Anzeige dann wiederzufinden, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der User klickt, als wenn er halt was anderes drin steht. Als wenn er zum Beispiel Großraubkatzen schützen anstatt Tigaretten. Ist zwar thematisch das Gleiche, aber ist vielleicht nicht das, was ich im Kopf habe und hat vielleicht eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, dass dann auch geklickt wird. Also deswegen ist es wichtig, das Thema und im Speziellen dann auch das Keyword nochmal halt anzubringen. Ja, hier kommt noch eine Frage. CPC von $2 im AdGrants. Ja, das gilt immer noch. Wenn Sie zum Beispiel die manuelle Strategie anwenden oder dieses Maximize Klicks als Strategie anwenden, dann gilt immer noch diese $2 Grenze. Allerdings, was auch also eigentlich laut Richtlinien Pflicht ist, dass Sie dieses Conversion Tracking implementiert haben müssen. Und wenn das der Fall ist, dann können Sie auch diese Maximize Conversion Strategien, diese automatisierten Strategien benutzen. Und dann entfällt eben dieses $2 Maximum an Grenze. Und das ist der Grund, warum die Implementierung von Conversion Tracking auch mit Leistung eines AdGrants Accounts zu tun hat. Haben Sie das nicht, verstoßen Sie erstmal gegen die Richtlinien und zweitens werden Sie niemals die Leistung erreichen, die Ihnen dienen wird. Also, wie Sie sehen, ist es es ist so ein komplexer Konstrukt, in dem Sie verschiedene Sachen vorbereiten müssen, die Webseite muss passen, das Conversion Tracking muss passen. Also Sie haben da einige Hausaufgaben, die gemacht werden müssen, bevor Sie effektiv diese Tools nutzen können. Ne? Es ist ja so, als ob ich jetzt ein Auto hätte mit einem starken Motor, aber mir fehlen noch die Räder. Ich muss erstmal an der Karosserie arbeiten, damit ich in der Lage bin, ja, ein Wettrennen zu gewinnen oder zumindest einen Sonntagsausflug zu fahren. Ohne Räder geht gar nichts. Und ohne Conversion Tracking und ohne Datenmessen geht im Online-Marketing auch gar nichts eigentlich. Das war wie ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Die Hausaufgaben, die dann
eben auch gemacht werden müssen. Ganz herzlichen Dank an dich, Stefan und Stefano. Ich sag's richtig. Dankeschön. Ich meine dich, das Programm, komplexe Thematik. Vielen Dank auch, dass Sie mit dabei waren heute wieder. Und wie gesagt, am Donnerstag geht es weiter mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung und dann nächste Woche Google AdQuants und die Google Analytics. Den Link hatte ich Ihnen gepostet. Wir freuen uns, wenn Sie auch die nächsten Male wieder mit dabei sind. Für heute einen schönen Tag. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss.